Mod-Alternativen. Wir müssen uns nur mal angucken, wie viele Spiele auch aus Mods entstanden sind. Counter-Strike ist eine Mod. Dota basiert auf einer Mod. Machinima hat sich auch erst dadurch quasi gebildet, dass es möglich war, Spiele zu modden und dadurch neue Welten zu schaffen. Also auch schon das erste Spiel, Space War, was überhaupt entstanden ist und alle anderen digitalen Spiele entwickelt haben, ist gerade dadurch so berühmt und mächtig geworden, dass die Leute gemerkt haben, da ist jetzt plötzlich ein Programm, mit dem ich andere Dinge machen kann, ich kann es verändern, ich kann es meinen eigenen Wünschen anpassen. Und daher ist wirklich Modding oder auch generell diese Mentalität, dass ich ein Spiel nicht einfach als gegeben ansehe und es einfach nur durchspiele, sondern mir anschaue, wie ist das aufgebaut, wie kann ich es noch besser machen, wie kann ich es vielleicht meinen eigenen Wünschen anpassen, tatsächlich von Anfang an der Geschichte der digitalen Spiele mit dabei gewesen. Man kann auf jeden Fall die Kompetenz erwerben, dass man sich mit Systemen auskennt. Und wenn ich ein Computerspiel spiele, lerne ich auch schon interaktiv mit einem System umzugehen. Ich versuche, bestimmte Variablen einzusetzen, also ich gehe rechts oder links, dann schaue ich, was passiert. Wenn ich rechts gehe, sterbe ich, dann gehe ich halt mal links. Und das ist schon ein systemisches Denken, was in unserer heutigen Gesellschaft sehr wichtig ist. Und bei Modding geht es dann noch natürlich auch einen Schritt weiter. Wenn ich irgendwann die Grenzen des Spiels erreicht habe und nicht mehr innerhalb des Spiels weiter mich entwickeln kann oder Dinge umsetzen kann, die ich unbedingt machen will, dann kann der Schritt erfolgen, dass ich feststelle, es steckt ein Programmiersystem dahinter, also ein Programm. Es ist nicht nur einfach zufällig, was da auf dem Bildschirm passiert, sondern irgendjemand hat das geschrieben. Und wenn ich dann herausfinde, wie ich das verändern kann, dann habe ich die Machtposition, tatsächlich dieses Spiel noch über die Grenzen, die in dem Spiel festgelegt sind, umzuwandeln und in mein eigenes am Ende zu verwandeln. Ich fand sehr interessant, dass eigentlich fast alle Redner, wenn nicht sogar alle Talkgäste herausgestellt haben, wie wichtig tatsächlich es ist, dass man Digital Literacy oder Code Literacy, darüber haben wir uns ja dann gestritten, ob man es etwas weiter fassen sollte oder enger fassen sollte, entwickeln sollte. Dass es nicht darum geht, einfach nur irgendwelche Programmiernerds heranzuzüchten, sondern dass man auch in kleinen Stufen tatsächlich dann diese Literacy erwerben kann. Dass man dadurch, dass man ein grundlegendes Verständnis für Systeme und Programme entwickelt, eben auch dann nicht nur darauf zurückgeworfen ist, dass man Apps hat, klickibunti, ich mache auf der Oberfläche rum, aber ich verstehe nicht, was dahinter steckt und vor allem, ich kann nichts daran ändern, wenn ich eigentlich eine andere Funktion haben will und die Programme bestimmen mich hin zu einer Entwicklung, die sagt, eigentlich sind die Programme für mich da und ich sollte diese Programme bestimmen.